Name your game. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part des Party Games Pummelparty. Und heute begrüße ich zwei liebe Mitspieler, Resler Basti und T-Lümmel. Hallo. Und wir spielen jetzt die dritte Map, das ist die Rivalen-Arena. Basti ist ja zum ersten Mal dabei, mal schauen, wie er sich schlägt. Und wieder mit dabei ist auch Bot Jack, den kennt ihr schon und Lümmel kennt ihr sowieso. Wir starten das Game. Hätte ich es drücken sollen? Nö. Wir waren bereit angezeigt, das ist nicht nur für mich. Ich glaube, die Map habe ich noch gar nie gespielt. Ich hab ja gar keinen Sound, Alter. Muss das jetzt rausschneiden, oder was? Was? Waffenversteck. Wechselst du die ganze Zeit zwischen Tastatur und Controller? Ja. Wieso weißt du das? Das ist mal erwähnt. Wo ist es? Bin ich jetzt richtig gelaufen? Unten war der Schatz. Ich glaube, das sinnvoll ist. Das ist irgendwie eine lilane Map. Ich weiß nicht. Und das da hinten sind Schokoküsse in lila. Was ist das überhaupt? Corona-Publikum. Ach so. Oder es sind Pillen. Anti-Corona-Pillen. Lümmel ist wieder mal letzte. Ich glaube, sie hat noch nie gestartet mit dem Würfeln oder mit dem Zug. Ich glaube auch nicht. Oh, was? Ach komm. Wird hier eingesogen. Oh, Blut ist zu heftig. Ja, das kommt einmal im Monat vor. Ich dachte, in der so. Sengende Scheinwerfer. Hä? Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Bereit. Das kennen wir aus Mario Party Superstars. Welcher bin ich überhaupt? Der rote, ne? Oh shit. Ja, als ob! Das Spiel ist Betrug. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich kann die Geschwindigkeit nicht einschätzen. Ach so, ich dachte, ich habe 100. 100 ist ja die volle Punktzahl. Ich dachte, es hat es mir schon abgezogen. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch lebe. Ja, okay. Ja, du musst auf deinen Punktestand schauen. Nein! Wenn es auf 0 ist, ist es schlecht. Ja, ist es. Nein! Yes! Alter, der kommt zum ersten Mal hier rein und gewinnt direkt. Das ist frech. Ich konnte es gar nicht einschätzen, wo ich bin. Frechheit. Wieso hab ich einen Penis? Ayas erster, ich zweiter, Botcheck dritter, T-Lümmel vierte. Ja, einen Penis und eine Waffe kann ich das kombinieren. Ja. Nein! Oh, meine Schlüssel. Ach so. Ja, ich hab's schon aktiviert. Ja. Ich dachte, ich kann hier nochmal sterben oder Damage bekommen. Was kann ich mit dem Penis machen? Neun. Wo war die Truhe nochmal? Wie kann ich die Map angucken nochmal? Welche Taste? Das weiß ich auch nicht. Probier einfach mal. Ja. Geh doch ins Menü. Ich weiß nicht mehr, wo die Truhe ist, ne? Steuerung. Ja. Hat mir ja sie jetzt so eine Aubergine eingebracht, ey. Ich hab einen Schlüssel. Ja, ich hab's jetzt auch nicht. Ich probier danach ein bisschen rum. Oh, nee. Okay, das ist das mit der Krone. Oh, nö. Mit was schlage ich nochmal RT? Okay. Das hatten wir auch schon, deswegen muss ich es jetzt nicht vorlesen. Der jetzt am längsten die Krone behält, hat gewonnen. Krone, wo ist Krone? Oh, yeah, baby! Yeah, Alter. Baby! Yeah! Was? Ich hatte die doch ganz gut. Was? Ich werde hier betrogen. Nein! Hallo, kommst du zurück? Ja!
Hey, nein, dieser Bot Jack, das ist so ein Knecht, Mann. Nein! Ah! Du Huren. Huhnsuppe oder so. Ja, ja! Hau ab! Was? Einfach. Bei dir meine ich nicht mehr. Nein! Hey, der holt mich einfach so, oder wer ist da? Oh, du. Warte. Hol die! Nein! Kann doch gar nichts. Ja! Nein. Ja! Alter, ich bin schon wieder als Alter, jetzt hat er den Penis, was ist das? Ja klar. Ja, das ist ein Item. Was macht man damit? Ah, Karte anzeigen. Hier, Y. Oh. Ja, da, damit kann ich andere wegbomben. Gott. Ganz unten. Scheiße. Soll ich es dir mal zeigen? Ja, das kann man, denke ich, gut an Krümel vorführen. Nee, nee. Ist nicht cool. Nein. Ja, wir machen's bei dem. Ja, du kannst damit rumlaufen. Ja, klar. Ja, boom. Aber weg mit dem Jack. Was passiert, wenn er dann sein Leben auf Null fällt? Dann bekommt er einen Pokal abgezogen, aber er hat ja keinen. Opfer Jack. Das soll die CPU schwer sein. Das ist dein Kaktus. Ja, dann kann dich nichts treffen. Also du hast einmal Free Damage, wenn du den Kaktus hast. Für immer. Ja, halt, bis du Damage bekommen würdest, dann ist der Kaktus weg und dann geht's normal weiter. Kann ich die Karte aufmachen? Oben. Ah, du hast keinen Controller, dann weiß ich's auch. Doch, ich spiel doch gerade auf Controller. Ja, dann die Taste oben. Jetzt habe ich gerade die Einstellung. Ja, Y oder... Ah, ja, genau. Dreieck beim PlayStation Control. Links, runter. Ja, genau. Ja, da schaffe ich es eh nicht mehr hin. Du siehst fortan wie bei einem Schuss. Ja, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich gucken, dass ich so ein Teleport-Dings bekomme. Dann kannst du mit jemandem tauschen. Ich hör's doch eh nicht mehr vor euch. Aber sobald jemand, also sobald jemand die Truhe holt, geht die woanders hin. Also damit habe ich schon gerechnet, dass das über Stern ist. Du wolltest lieber einen längeren Weg nehmen und drauf hoffen, dass die Truhe rein ist. Er hält ein paar Schlüssel und ist auf dem zweiten Platz. Wir haben das nächste Minigame. Frakturierte Fratzen. Oh, bringe das Puzzle in seine ursprüngliche Form zurück, indem du jedes Teil bewegst und drehst. Nein. Ja, das machst du doch gerne, Ayers. Das haben wir doch in Tabletop gespielt. So, aber es ist mit so einer Steuerung anders. Oh fuck, where is that? So, hier. Bin so schlecht in dem Rotz. Ich hab, glaube ich, schon die ersten drei. Nein! Alter, nein, es ist falsch rum! Ich wollte mich verarschen, ich hab falsch rum zusammengebaut! Nein! Wer hat gewonnen? Wenn ihr das gesehen habt. Lümmel hat gewonnen, glaube ich. Ja! Ich hab falsch rum zusammengebaut, Alter! Muss ich alles nochmal drehen, Mann. Wie ja, falsch. Mal, ein Spiegel verkehrt, oder was? Ja, ich hab nicht gesehen, dass da oben original ist. Muss ich alles nochmal umdrehen. Shit. Oh. Ich hab nicht gesehen, ja, da oben sind auch. Dann wird das wohl so passen, Alter. Nein, war alles falsch. Ich dachte, ich wäre voll schnell. Einfach mal einsetzen, warum auch immer nicht, ne? Bang! Bangorama. Mhm. Boah, Lümmel ist nur ein Schlüssel hinter mir.
Hey, wo... Was mache ich denn hier? Weiß nicht. Ich habe den richtigen Weg nicht gefunden. Ich hätte vorhin links mit... Ich glaube, der geht richtig. Och, Mann. Jetzt kriegt er auch noch so ein Abreißteil. Drücken Sie mal. Ja. Ja, das Gewehr kannst du nur usen, wenn du nah genug an jemanden dran bist. Du könntest die Aubergine usen. Okay. Also, ja, die musst du gut steuern. Und schnell. Ah. Oh. Gut. Ich wusste nicht, wo die anderen sind, Alter. Oh. Aha. Waffenkammer ist da hinten, ne? Ayas nimmt Blut oder Schlüssel, was wird er nehmen? Und das nächste Minispiel kommt. Die Seitenschrittsteigung weicht den ankommenden Fahrzeugen aus, während du dich den Hang hinauf bewegst. Der Spieler, der es am weitesten schafft, gewinnt. Hä? Was ist Aktion Geld? Hä? Das ist Aktion Geld, das ist mir da angezeigt. Keine Ahnung. Was? Mit A kannst du springen. Ach so. Nein, das ist Betrug! Ja, komm, wo ist euch? Ja, als. Hey, wer. Das lasse ich mir nicht bieten hier. Ach. Ja, ich kann gar nicht drüber springen. Ja, hatte ich auch gerade. Ja, ich springe und hatte nicht mein Auto. Fuck! Ich war doch. Ey, yeah. Was ich machst du, Junge? Ich hab dich auch. Egal, überholt gerne. Scheiße. Bin schon oben. Oh yeah. Hi. Ey, was ist das für ein Scheiß? Du hast meine Taktik abgeguckt. Einfach ein bisschen am Rand gelaufen. Ja. Moin. Ich hab zumindest noch mal in den Kopf. Oh yeah. Geschenk. Da bin ich jetzt dran. Ich mach das Geschenk mal auf. Was ist es? Ah, oh, nimm die Mitte. Ja, okay. Strategische Schockquelle. Ich darf mir das Minigame auswählen. Das ist doch schön. Nein! Und was gibt das jetzt? Das sieht böse aus. Soll ich das auf Ayas nutzen dann? Bastard. Ja, jetzt bist du eh weg. Oh je, oh je. Ah. Na. Okay. Der will Krieg. Du hast gesagt, das ist doch wichtig. Ah, Karma straft sofort. Ich wusste nicht mehr, wie ich das reine verwende. Ich hab nur gesehen, da ist so eine Linie, zieh dich mal auf dich. So, was macht Lümmel jetzt? Ich probier's nochmal. Fang wieder von vorne an. Ich geh jetzt dem Bot hinterher. Cheater-Check. Aua! Oh. Er ist echt tot, ey. Nein. Ich bin noch schnell eine Waffe bekommen. Er snackt sich die Truhe in der nächsten Runde. Ist das krank? Okay. Strategische Schockwelle. Platziere strategisch Bomben, um Hindernisse zu zerstören und deine Feinde in die Luft zu jagen. Sammle Power-Ups, um die Wirksamkeit deiner Bomben zu erhöhen. Vermeide es, zerstört zu werden, um zu triumphieren. Fuck. Okay, ich hab keine Ahnung, was. Ah, das ist wie Bomberman. Also du platzierst eine Bombe und dann darfst du nicht rein
laufen. Weil sonst bist du tot. Genau. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich habe auf dich geschaut. Bin ich schon komplett raus? Nee, ich glaube, das geht ein paar Mal. Ja, ich werde es wiederbeleben, weil ich habe auf deinen Charakter geschaut und andere was. Ja, ich bin sowas von behindert! Das hat mich so verwirrt. Du hast ja eine Bewegung gemacht, ich habe meinen Controller eingegeben, aber ich auch auf dich geschaut, oder? So, nächste Runde. Ah, jetzt. Bom, 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 bom. Meine Leiche ist immer noch da. Zack. Nice. Alter. Das gibt's nicht. Bin ich eigentlich bescheuert? Oh mein Gott. Hümel macht den Bot fertig. Na, ich glaub, der. Ach, der, Alter, wie kann der es überleben? Sperr ihn ein. Sudden Death, das heißt, der Spieler, der zuerst stirbt, hat verloren. Oh, 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 oh. Schon wieder hat er ge. Cheater. Hä, wie bin ich jetzt Zweiter geworden? War ja klar, dass der gewinnt, Mann. Ja, hol dir den Schatz. Gollum, Alter. Panda. Scheiß Panda. Nicht ungerechtfertigt. Geht nicht klar. Hä, wo ist das jetzt gelandet? Ah, da drüben. Da links. Weißt du, wie weit das weg ist? Ah. Schied dir recht. Okay. Können wir alle das Item auf ihn usen? Vielleicht verliert er den Pokal dann wieder. Das wäre nice. Nicht ja, 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 ja. Das reicht nicht. Nee. Hast du noch was anderes? Ich hab noch. Ja, die Bienen werden doch sicher auf was. Ist auch nicht weit genug. Die Bienen werden doch sicher auf was in der Nähe losstürmt, oder nicht? Was stürmt los? Ja, die Bienen, wenn sie die in der Nähe leben. Nee, ich glaube nicht. Sind die Bienen drum. Aua. Ja, drum. Alter, echt geschnitzelt, Junge. Hä? Ja, du hast doch ein Gerät auf den Bot zu gehen, du. Ja, der ist zu weit weg. Ich hol mir ja nur ein paar Schlüssel, du hast ja genug. Ja, ja. Ja, jetzt nicht mehr. War ja das Ziel. Psst! Du brauchst im, übrigens 40 Schlüssel, um dir einen Pokal zu kaufen. Oh je, jetzt übt er Rache. Nein? Ja, wieso kriege ich das? Traurige Stacheln, das hatten wir auch schon. Wir müssen hier ausweichen. Das ist aber sehr schwer. Eins der schwierigsten Minigames in diesem ganzen Game. Ja, also, wenn die Knopfverteilung so beschissen ist. Botjack wird gewinnen. Man muss immer etwas beziehungsweise relativ spät drücken. Ja, ich hab's gemerkt. Scheiße! Ist das krank? Ja, ja, ich bin komm. Nicht zum Umstatzen, du ah! Ey. What? Alter, ist das... Ah, nee. Da kommt ja nicht mal vorne zum Ende, Alter. Ja, guck dir den Bot an, Alter. Das ist richtig. Ich war zum Ende so überfordert, dass man einfach geht und dann kommt der Bot.
Rex ist im zweiten Platz. So eine kranke Scheiße. Das kann doch kein normaler Mensch schaffen. So, der Bot versteckt sich im Geschenk. Okay. Kannst drin bleiben. Oh. Nein. Steck dir die Bienen sonst wohin. Nein. Oh. Oh, wow. Hä, was ist jetzt passiert? Du bist gestorben und hast ein paar Schlüssel verloren. Ist doch fair. Du hast erst angefangen. Nein. Du hast mich zuerst abgeschossen. Du hast davor doch schon was gemacht. Nein. Wir haben es hier auf Videobeweis. Ich sehe. Hol ich mir gleich die nächste Waffe. Oh, jetzt hat er ein schönes Item bekommen. Er kann sich jetzt überall hin teleportieren, wo ein anderer ist. Das ist natürlich auch sehr gemein für den anderen, falls er sich kurz vor einem Pokal befinden würde. So, ich bin von den Toten auferstanden und kann mich healen. Es gibt ein Minigame. Blinkerflug, das hatten wir noch nicht, glaube ich. Vermeide Hindernisse, während du durch diesen tückischen Kurs fliegst. Fliege durch die magischen Ringe, um Punkte zu gewinnen. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Oh. Lol. Ich war zu gierig. Ja. Boah, das war knapp. Ja. Oh. Was? Meine Combat aus. Ja. Ja. Ich dachte, ich könnte zwischen halt da durchfliegen. Trotzdem über Botcheck. Ja, manchmal ist der asozial gut und dann wieder asozial schlecht. Alter, der Ayas regt mich auf. Ja, okay. Was ist das für ein scheiß Ding, Alter? Kann man da drüber fliegen eigentlich? Mal hin. Ah, da kommt irgendwas. Und Ayas ist am Zug. Du lagst ein bisschen. Jetzt hört man dieses Rauschen im Hintergrund. So, ich spreche jetzt stellvertretend für Ayas, der sagt wahrscheinlich, ich werde hier mich zu dem teleportieren, der dem Pokal am nächsten steht. Und so sieht's auch aus. Wir hören kein Wort von ihm, deswegen werde ich seine Stimme sein. Hallo. Kleiner dreckiger Ficker, ey. Ja, zweiteres ist er nicht. Ach sorry, das so hart wollte ich nicht sein. Ich dachte, das wäre der Bot. Sorry. Ich nehm's zurück. Nein! Und? Ich zahle euch alles. Ich dachte, das ist nur hier ein bisschen. Wow. Okay, wir wissen jetzt, was passiert schon zum zweiten Mal, wenn man stirbt. Kommt man einfach auf den Friedhof. Oh, und ich bekomme ein paar Schlüssel. Oh ja, das tut gut. Und ein Medkit oder was auch immer das sein soll. Lümmel darf. Da kann man sich wahrscheinlich heilen. Vielleicht seine Gesundheit und wann sie wieder so wiederherstellen. Und der Bot-Check. Wieder an der Reihe. Und es gibt Minigame, schnelle Schießer, das hatten wir schon. Für dich kurz zur Erklärung, Ayas, du darfst nur die weißen Zielscheiben treffen und nicht die schwarzen. Das war's dann eigentlich auch.
Nur die, wo keine Bomben sind. Sonst gibt's Minuspunkte, genau. Was macht der? Der tanzt sich selber aus. Was für langsam, Alter. Oh. Nein! Passt. Check, Alter. Check, das ist, glaube ich, einfach nur Bock auf Suizid. Nein! Oh, das war knapp, ich war am Nein! Ich wollte fuck! Check mal! Nein, ich bin dumm! Ja. Ich hab eins verpasst, Alter. Eins hab ich verpasst. Ja, Lümmel hat gewonnen, Gratulation. Wie viele Punkte hattet ihr? Ich hab nicht hingeguckt. Ich hatte 90, glaube ich. 113, ich glaube, Krümel 128. Ich habe auch zum Ende die Bomben reingeschossen. Und wird hier nochmal eingesogen. Gleich noch ein Tod. Aber Bot Jack ist immer noch Erster. Unverdient. Okay. Was kann ich denn hier noch tun? So. Hallo. Okay. Die Abrissbirne. Ein paar Schlüssel bekomme ich noch, aber keinen Pokal. Oh nee, auf das habe ich jetzt nicht geachtet. Verliere wieder 6 Schlüssel. Ja, du hast 110. Ja, aber bringt mir nichts ohne Pokale. Dann ist Ayas jetzt dran. Ja, nimm die Rakete. Kannst du weit wegfliegen. Ja, Alter. Solange ich nicht am Ziel vorbeifliege. Ja, okay. Ah, war das ein guter Tipp oder ein guter Tipp? Mein Gott, hat er sowieso verwenden, Alter. Ich war mir unsicher, ob ich daran vorbeifliegen kann. Jetzt hat er auch noch die 40 Önken hier. Und Bot Jack ist dran. Macht eine 2, kann sich ein bisschen aufheilen. Und das nächste Minispiel. Selbstsüchtiger Schritt. Entscheide, ob du egoistisch sein willst oder nicht. Wähle eine Brücke diskret aus. Denn wenn mehr als ein Spieler dieselbe Brücke wählt, wird sie einstürzen und du bekommst nichts. Sollte man das absprechen? Nee. Nee. Kann man das absprechen? Ja, eigentlich schon, aber jetzt könnte man sagen, du gehst oben, ich gehe links, aber... Was soll ich machen? Eine Richtung wählen, oder? Ja, genau. Ja, weg, ich hab keine Ahnung, was ich gewählt habe. Ich auch nicht. Ja! Ich sag's euch, wenn ihr jetzt gierig seid, dann raste ich ab. Nein! Das war klar, dass das jemand macht, Alter. Ayas, hey. Macht keinen Scheiß hier. So läuft der Timer noch weiter, Alter, wenn du schnell gehabt. Mind Gaming. Oh. Bin mir sicher, dass jemand rechts unten geht. Nein! Nein, komm
schon! Ich sag so, da geht niemand! Ja, ich wollte noch auf die Punkte gehen, die jetzt sicherer sind. Ja, das war doch klar, dass Miguel das untere nimmt. Weil das warum? Wäre deine einzigste Chance, dass du mich noch überholen könntest. Ja, ja. Die sind so gierig alle. Unglaublich. Ja, das Problem ist, wenn sie will, dass ich nicht gewinne, dann muss sie dort gehen, wenn sie weiß, dass ich dorthin gehe. Ja, die Range ist gar nichts. Sonst gewinne ich ja. Also, du hast es hier öffnen sein, ne? Ja. Ah. Ah, da gibt es schon wieder eine Minigame-Auswahl. Ja, ich kann es euch auch sagen, was da drin ist, das seht ihr, glaube ich, nicht. Welche Minispielarten darf man noch nicht Schnee ihr seht's. Ja. Wir hatten, glaube ich, alle schon. Explosive Entsorgung vielleicht noch nicht. Ich glaube, wir hatten alles. Das ist in Ordnung. Schneeschleuder hätte ich auch gern genommen, wegen... Ja, das kennst du, genau. Hielt sich auf. Dann bin ich jetzt dran. Wäre natürlich noch was usen. Hier, das kannst du haben. Der kauft heute nichts mehr. Eine 6. Gibt's noch einen Boxhandschuh, der mir gar nichts bringt? Lümmel heilt sich. Dann ist noch Bot Jack am Zug. Wo geht denn der hin? Holt sich noch ein paar Schlüssel. Ist denn die Möglichkeit, dass ich jetzt noch den Sieg verliere? Und wir kommen zur Siegerehrung. Ja, was mit dem letzten Minigame? Wir sind heute hier, um ein Licht auf eure Erfolge und Misserfolge zu werfen. Das letzte Minigame ist immer vor der 10. Runde. Oh, ich habe am meisten Schaden verursacht. Das ist toll. Gewonnene Schlüssel am meisten. Das bin auch ich. Das ist total unverdient. Gewonnene Minispiele. Ah ja, yes, bravo, aber das wird nicht reichen. Es scheint, dass wir das Ende erreicht haben. Jetzt ist es an der Zeit, unseren endgültigen Gewinner zu präsentieren. Und das bin ich. Ich geb's zu, Leute, dieses Mal unverdient. Wer ist auf dem 2. Platz gelandet? Nee, ist das nicht der Bot? Okay, Ayas ist wirklich 2. Bot Jack 3. Und hier im Käfig Teekrümel. Hab ich raus. Ja, komm, wir boxen dich raus. So, Leute, das war's mit diesem 3. Part von Pummel Party. Das nächste Mal spielen wir wieder eine neue Map. Ich sag danke fürs Zuschauen und danke an meine Mitspieler T-Lümmel und Resler Basti. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hab den super. Hä? dieser Drecksbot Jack, Alter, der schlägt mir die ganze Zeit aufs Maul. Ja, halt.